Ah, was geht ab, YouTube? Ja, was geht ab? Ich wollte dich fragen, wo sind wir gerade? Das ist das Fitnessquartier. Das ist unser Büro. Und wir müssen euch was beichten. Aber zunächst möchten wir uns bedanken für all den Support bei euch über die Jahre. Es war jetzt knapp zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre in diesem Büro, 3 Jahre insgesamt ungefähr, ne? Wo wir uns entschieden haben, ey, wir machen jetzt Content. 14. September. Was machen wir hier, Amon? Wir suchen uns Büro aus. Zum ersten Mal, wir brauchen ein Büro zum Videoschneiden. Besichtigung. Was wäre da was? Ich bin dabei. Da, cool. Bitte aussehen. Wir nehmen den ganzen Spaß. Einfach die hier. Wir haben hier bei Null angefangen, vor etwa 3 Jahren, und jetzt 40.000 Abos später auf Insta, über 300.000 auf YouTube und fast 500.000 auf TikTok. Ja, Mann, sind wir jetzt hier und dafür erstmal danke, Mann. Ja, danke an jeden von euch. Wie hättet ihr uns das vor 3 Jahren gesagt, hätten wir, was laberst du, Digga? Niemals werden wir über 100.000 Follower irgendwo haben. Das bedeutet uns sehr viel, euer Support über die Jahre. Aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Ist unser Büro aufgeben. Es war nicht gewollt. Es war unerwartet irgendwo so ein bisschen. Aber ja, wir müssen das Quartier verlassen. Das ist das Ende vom Fitnessquartier. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt endgültig mit Social Media und sowas aufhören, sondern ja. Es ist einfach nur... Es war Clickbait! Wer euch verarscht! Nein, Spaß. Wir müssen unser Büro aufgeben. Wir können es uns finanziell nicht mehr leisten, beziehungsweise es wurde einfach so stark in die Höhe, die Mieterhöhung war so hoch, dass wir uns dachten, Digga, das lohnt sich einfach nicht mehr für uns. Wir müssen weitermachen, müssen nach vorne schauen. Aber ich bin ehrlich, es ist schon traurig. Das Quartier war immer so unser Rückzugspunkt, ne, wo man Content geplant hat, Content geschnitten hat. Viele, viele schöne Erinnerungen, Mann. Ja. Also echt richtig viele schöne Erinnerungen. Wir haben das Büro jetzt bis jetzt auch schon ausgeräumt, ne, am Wochenende. Das Schild schon abgehängt. Wir müssen gleich noch die Wand streichen. Wir wissen ehrlich gesagt jetzt noch nicht, was der nächste Schritt ist. Wir haben überlegt, vielleicht suchen wir uns eine Wohnung zusammen oder ein anderes Büro, aber von den Kosten her, das ist so unbezahlbar, es lohnt sich kaum. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so juckt, aber als wir das Büro ausgeräumt haben, hat es mich schon so ein bisschen getroffen. Ja, es war schon ehrlich. Das Büro jetzt so zu sehen, ist irgendwie auch so wie am ersten Tag, als wir es aufgefunden haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier nie wieder sein werden. Steven ist auch da. Steven ist erst vor einem Jahr zu uns gestoßen. Ja, Mann. Für ein paar Jahre zu den Jungs gestoßen. Und ja, nein, Spaß. Digga, wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Wir haben uns hier kennengelernt und wir gehen gemeinsam hier einen neuen Weg. Ja, ich hab Bock. Egal ob in einem neuen Büro oder in einer neuen Wohnung. Ich glaube, das ist das Beste, was euch passieren konnte, jetzt einen Arschtritt zu kriegen. Raus aus eurer Komfortzone, weil dieses Büro ist eure Komfortzone. Ja, das stimmt. Manchmal muss man rausgeschmissen werden vor die Tür, damit man merkt, es muss weitergehen. Und das wird es. Weil dieses Jahr wird Fitnessquartier 1 Million auf YouTube kriegen. Das ist eine Ansage. Oha, 1 Million, Digga. 1 Million. Das ist auch mein Ziel. 1 Million auf YouTube, 1 Million auf TikTok. Das weiß ich nicht. Das ist auch utopisch. Aber doch, es war ein geiles Büro. Ich habe selber auch gefühlt so Essen bestellt. Ja, wir haben jetzt noch die Aufgabe, wir müssen unsere Wand verstreichen. Okay. Rivers run dry, dust spreads in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? So, Freunde, wir haben die Wand komplett weiß gestrichen. Ja, nochmal die Meisterarbeit gemacht. Sieht sogar ganz gut aus. Das hast du richtig schön gemacht. Ja. Jetzt ein letztes Mal hier raus. Die Pflanze lassen wir hier und die OGs wissen. Dieser Stein. So. Der war von Anfang an da. Das ist erstmal das Ende von diesem Abschnitt, ne? Ja. Mal sehen, was so auf uns noch wartet. Rückschläge gibt es immer. Muss man mit rechnen, man muss nach vorne schauen. Damit haben wir jetzt nicht so gerechnet direkt, aber es passiert. Ja, manchmal muss man, wie sagt man, 2 Schritte zurückgehen. Ja. Um nach vorne zu gehen, also 1 Schritt zurück, um 2 nach vorne zu gehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber es war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall. Wir schauen, wo die Reise führt. Sagt man das so? Ja, sehr. Ein letztes Mal. Ich will nicht mehr dazu sagen. Also, okay. Ja, wir verabschieden uns.
Wir verlassen jetzt das Gebäude und sehen uns hier nicht mal wieder. Aber noch woanders, ne? Im Gym.